Am Freitag in Weißwasser, am Sonntag zu Hause gegen Ravensburg. Zwei Endspiele für die Roten Teufel im Kampf um die Pre-Playoff-Plätze. Wir haben uns bei Spielern umgehört, wie sie die Chancen einschätzen. Wir fahren jetzt morgen nach Weißwasser, das ist direkter Konkurrenz um die Pre-Playoff-Plätze. Ich denke, wir hatten eine gute Trainingswoche und wir werden jetzt nochmal hart trainieren heute, dass wir dann morgen auf jeden Fall 3 Punkte holen. Irgendwas anders gemacht in dieser Woche? Wir haben nochmal miteinander geredet, was wir falsch gemacht haben, was wir besser machen können. Und ich denke mal, wenn wir die kleinen Fehler ausmerzen, dann sollte das schon klappen. Was meinst du, wenn ihr in Weißwasser 3 Punkte holt, war es das dann? Oder? Es wird natürlich sehr hart. Sonntag das Spiel, da gibt es nochmal alles. Wir müssen eigentlich beide Spiele gewinnen, dann sollte es eigentlich klappen. Ja, Prognose 6 Punkte. Gibt keine Prognose, einfach die beide Spieler gewinnen, das ist alles. Was macht dich so sicher? Ja, sicher macht uns nichts, aber einfach gibt es keine andere Wahl, wenn wir möchten Playoff spielen. Meine Prognose für Weißwasser, ich denke, wir müssen Gas geben, wir sind nicht leicht zu schlagen. Wenn wir alles geben und als Team zusammenhalten, schaffen wir das. Ihr habt die Woche, so war zu hören, gut trainiert, konzentriert trainiert. Wie beschreibst du denn die Stimmung in der Mannschaft? Die Stimmung ist super, wir reden über nichts anderes. Wir wollen jetzt, sage ich mal, die Pre-Playoffs mindestens erreichen und das ist erstmal unser Ziel. Und mit welcher Ausrichtung geht ihr ins Spiel? Wollt ihr erstmal abwarten oder gleich Gas geben? Natürlich wollen wir das Beste geben, gleich Gas geben und gewinnen. Prognosen sind schwer, aber wir fahren dahin, um das Spiel zu gewinnen, klar. Was anderes ist nicht in unserem Kopf. Und wie wollt ihr das anstellen? Ja, indem wir das spielen, was wir spielen können. Und ich denke, wir haben gerade in der Vergangenheit auswärts gut gespielt und wir sind alle positiv, optimistisch und ich denke, das ist die Grundvoraussetzung. Habt ihr in dieser Woche irgendwas anders gemacht als sonst? Ich denke nicht, nein. Also man sollte das Ganze auch nicht zu sehr verspitzen und sich zu sehr Gedanken darüber machen. Und indem man einfach was anders macht, dann hat man den Kopf nicht ganz so frei. Ich denke, wir sollten einfach unser Ding machen und das haben wir auch getan, ganz normal weiter trainiert und uns nicht mit möglichen Szenarien auseinandergesetzt.